Morgen und herzlich willkommen zurück zu unserem neuen Vlog oder Vlog. Es ist schon wieder etwas später, 11 Uhr und ich habe etwas Zeitstress, denn ich muss um 12 Uhr spätestens im Haus sein, denn zwischen 12 und 17 Uhr kommt der Internettechniker heute und ja, macht uns schon mal das Internet startklar im Haus. Und da möchte ich natürlich nicht zu spät kommen. Ich habe mir jetzt hier schon einen Snack vorbereitet. Das nehme ich nachher mit, also jetzt gleich quasi. Das ist ein Brot mit Mortadella, dann zwei Pflaumen, Apfel, Birne, Gemüsesticks und Hummus zum Dippen. Da stehe ich im Moment total drauf. Und ich habe hier schon für später, also ich habe einen Teller schon gegessen, Linsensuppe. Und für später für uns alle Linsensuppe. Schön für mein Eisengehalt. Denn ihr wisst ja, ich muss ein bisschen auf meinen Eisenwert achten. Und es wurde mir empfohlen, Kräuterblut habe ich mir doch geholt bei DM. Das schmeckt so ekelhaft, aber ich hoffe, es hilft. Also ich nehme es immer ganz fleißig. Ich muss mal mein Wasser holen, damit ich es auch runterkriege. Ich mache da immer voll das Brimborium rum, wenn ich so Säfte oder so, wenn die so ekelhaft schmecken. Ich mag das nicht, ne? Und das Kräuterblut, das schmeckt halt so... ja, nach Eisen, also nach Blut halt im Nachgeschmack. Das ist so richtig. Was nehme ich denn jetzt zum Runter? Um den Geschmack wegzubekommen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Was kann ich denn da jetzt nehmen? Hab ich kein Bömsken, irgendwas? Smurfy muss ich auch noch laufen gleich. Weil dann sind wir ja im Haus. Fest. Soll ich das mit so einem gesunden Bonbon nehmen? Nein, kein Weingummi. Hier, ein Lakritz. Nimm ich. Ich nehme ein Lakritz danach. So. Die sind richtig schön intensiv. So, auspacken. Schluck Wasser. Prost, ihr Lieben, zum Wohl. Boah. Mein Trick ist ja, nicht durch die Nase atmen. Bis das Bonbon wirkt. Dann schmeckt man das nicht so. Man muss dreimal am Tag 15 Milliliter nehmen von diesem Kräuterblut. Ich nehme jetzt ein- bis zweimal am Tag Kräuterblut und einmal am Tag meine Tabletten. Wo sind sie? Meine Eisentabletten. Die nehme ich. Habe ich mir schon eine neue bestellt, eine neue Packung. Die ist im Haus schon. Weil die sind fast alle, wenn ich die jeden Tag nehme, komme ich nicht mehr lange mit hin. Und die Tabletten schmecken genauso ekelhaft nach Blut, aber da schmeckt man das nicht so, weil es halt eine Tablette ist, ne? Die schluckt man runter und weg ist sie. Ja, jetzt packe ich alles ein. Der Bernd kommt auch gleich zum Haus in der Mittagspause. Und ich muss Putzlappen einpacken. Ne? Ich wollte ja die Fenster noch putzen heute. Und ich wollte euch erzählen, dass ich extrem schlecht geschlafen habe. Also extrem schlecht ist schon gar kein Ausdruck. Ich habe mega schlecht geschlafen. Der Bernd ist irgendwie um 12:30 wach geworden. Und davon bin ich dann wach geworden. Und dann war ich bis 4 Uhr wach. Bis 4 Uhr. Und konnte nicht mehr schlafen. Hab dann halt YouTube geguckt und so. Und ja, es war auch ganz interessant, aber ich war mega müde. Aber ich konnte nicht mehr einschlafen. Und um 6 Uhr klingelt ja bei uns der Wecker. Ja. Oh, sorry. Entschuldigung.
Also habe ich, keine Ahnung, 4 oder 5 Stunden geschlafen nur. Ja. Pech, ne? Pech. So, wir sind wieder da. Er freut sich. Ich wollte euch mal eben zeigen, was ich damit meinte, dass die Fenster so schrimmelig sind. Also das habe ich jetzt noch nicht gemacht, ne? Und da seht ihr, also die mache ich dann ab und das geht auch alles ganz gut ab. Die Farbe geht auch ganz gut ab, aber dieses Nikotin von hier, das geht kaum ab und manche Stellen auch hier ist es echt gelb. Und das stört mich schon, weil jetzt sieht halt alles so weiß aus und neu. Außer das, das sieht halt so gelb aus. Und ich bin so müde. Ich bin so müde, Leute. Das kann sich keiner vorstellen. Doch, das könnt ihr euch vorstellen. Am liebsten würde ich einfach hier liegen bleiben. Hier ist Murphy. Ist Murphy? Ja. Und. Bring ihn rein! Super! Super! Aus! Nein, nochmal! Oh, da geht das Schwänzchen! Da hat er Spaß! Super! Bring ihn rein! Irres Tier! Ja, fein, nochmal! Oh, nachher verstecken wir den auch, ne? Suchspiele, das liebt er! Hier kann er richtig schön rennen. Wie ins Gesicht. Oh, was war das für ein Geräusch? Jetzt werde ich hier bedrängt. Gerade hat er mir das ins Gesicht gehalten, sein ekliges, angesabbertes Stofftier-Ding. Ich muss euch das zeigen. Also, seht ihr, wie das runterläuft? Das Nikotin. Oh, das ist so ekelig und das ist noch wenig. Also, guck mal, das habe ich abgemacht. Hier, diese Haken. Oh, das ist so ekelig. Ja. Jetzt tropft es erstmal eine Runde. Ja, du kannst gleich wieder deine Tiere gucken hier. Und sauber machen. Dann kriegst du deinen Platz wieder. Das Wasser von einem Doppelfenster. Ist das nicht heftig? Ekelhaft, oder? Die Brühe. Das Sofa steht jetzt schon wieder hier. Das hat der Bernd wieder rangerückt. Der ist nämlich hier und ist jetzt mit dem Smurfy eine Runde laufen. Und ja, so sehen die Fenster jetzt aus. Also es ging relativ einigermaßen gut ab, aber ja, sind halt keine neuen Fenster, ne? Und jetzt gehen wir hier nach oben. Hier haben wir ja schon die Stufenmatten kleben. Jetzt machen wir den nächsten dran. Hier, das habe ich eingeölt, das habe ich euch gestern schon gezeigt. Und jetzt kommen hier die Stufenmatten dran. Die sind das. Und die decken das alte alles schön ab. Das heißt, ja, brauchte ich jetzt auch nicht abkratzen. Na, Bernd hat gesagt, das hier erst richtig andrücken, bevor man den Kleber löst. Weil dann hält es besser, das doppelseitige Klebeband. Machen wir das mal.
So, tada! Wir haben Treppenstufen, Matten. So, jetzt dürft ihr einmal da reinspähen. Das Vorkonstrukt fürs Familienbett, aber noch nicht fertig. Das dauert noch. So, gerade biegen. So, und jetzt wollte ich hier eben bei Calvino im Zimmer die Pappe ein bisschen zusammenräumen und schon mal mit runternehmen. Sorry. Wie ihr seht, bin ich schon wieder zur Hause und habe mich einfach hingelegt. Das Internet läuft jetzt bei uns am Haus. Das war ein bisschen komisch, eigenartig. Wir haben zwei Buchsen im Haus, wo er sagt, eine ist eine Attrappe und so und er muss mal zur Straße gehen und so. Dann ist er zur Straße gegangen, der Internetmensch, und kam wieder und sagte, ja, da haben sie jetzt aber Glück gehabt. Geht. Okay, wie auch immer, jedenfalls haben wir jetzt zu Hause Internetanschluss. Und was soll ich noch sagen? Ach so, ja, Schornsteinfeger. Ich habe ja so eine geile Community hier auf YouTube. Ihr passt immer richtig auf uns auf. Und mir wurde in die Kommentare geschrieben, mehrfach, dass mit dem Kamin, da muss ein Schornsteinfeger gucken und da ist irgendwas und keine Ahnung. Weil in einem Video, ganz am Anfang von dem Haus, hatte Bernd gesagt, da macht er irgendwas rein und dran und keine Ahnung. Und alle so, nein, das dürft ihr nicht, das darf nur ein Experte, also ein Schornsteinfeger. Ja, okay, und dann wollte ich in meinem jugendlichen Leichtsinn, ich so, ja gut, dann gucke ich jetzt mal nach dem Schornsteinfeger. Und was macht man dann heutzutage? Habe ich natürlich Google gefragt und Google hat mir unendlich viele ausgespuckt hier im Umkreis. Habe ich zum Bernd gesagt, ob er irgendwelche Vorlieben hat, ob Männlein, Weiblein, divers oder wie auch immer. Und habe dann einfach irgendeinen angerufen, weil ich keine Ahnung hatte, wonach man da geht beim Schornsteinfeger. Und dann hat die Frau mir erstmal gesagt, dass man sich die gar nicht aussuchen kann, sondern dass man auf schornsteinfeger.de seine Postleitzahl eingeben muss. Und dann kriegt man, also es ist halt so in Gebiete unterteilt oder wie auch immer. Ja, das habe ich dann gemacht. Und jetzt weiß ich, welcher Schornsteinfeger für uns zuständig ist. Und ja, habe den noch nicht erreicht. Und werde morgen weiter versuchen, heute nicht mehr. Hallo. Hallo. Machst du ein Video gerade? Ja. Ja, jedenfalls. Boah, Entschuldigung. Oh. Bin ich da auch dran, dass da der Schornsteinfeger kommt und sich kümmert, weil es ist ja jetzt schon kühl und ich schätze mal, wenn wir da einziehen in 3 Wochen, dann werden wir den Kamin bestimmt auch mal anmachen wollen, wenn es denn geht, je nachdem, ob der sein Go gibt. Und der wird dann bestimmt auch wissen, wann das letzte Mal da gekehrt wurde und alles, schätze ich mal. Hoffe ich. Ich weiß es nicht. Lass mich überraschen. Okay, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.